Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ihr schnell und einfach kurz machen könnt. Freunde, wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da lassen. Wenn ihr neu hier seid, nichts verpassen wollt, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ab geht's. So, Freunde, schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Sponsor vorbei. Hier mit dem Rabattcode Alex bekommt ihr auch nochmal 6%. Dazu Link in der Beschreibung abchecken. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins aktuelle Video rein. Ab geht's. So, Freunde, dann legen wir auch direkt los. Was habe ich hier gemacht? Ihr seht, wir sind natürlich wieder auf dem zweiten Account unterwegs. Belgische Liga wird bei der Top-Partie benötigt, wo man diesen Winter-Wildcard-Token bekommt. Deswegen gehen alle Silberspieler für gutes Geld weg, wie ihr hier seht. Also ich sag mal, für den schlechtesten bekommt ihr 600 oder 550. Aber die meisten gehen so für 700, 800 weg. Es gibt auch ein paar, die gehen Richtung 1000 weg. Aber ich sag mal so, in der Regel kriegt ihr die meisten mindestens so für 700 weg. Ne? Torhüter oder so gehen natürlich ein bisschen schlechter. Ihr seht, ich habe die immer so reingestellt, wie die halt wert waren. Manche waren halt auch nur 500 wert. Wie ihr die holt, zeige ich euch auch gleich. Also ihr seht das hier. Ich habe sehr, sehr viele verkauft. Wir hatten 59 verkauft. 20, 30 habe ich ungefähr noch, ihr seht, da kann ich das euch kurz zeigen. Ich kaufe die immer für so 300, 400 ungefähr ein. Ja, ihr seht ihr das auch mal, viele für 200 bekommen. Wie ihr die euch holt, zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, das geht wegen den Top-Partien, wegen der ersten SBC, wo man diesen Token noch dazu bekommt. Deswegen geht das sehr, sehr gut aktuell. Da geht ihr einfach auf den Markt, ist eigentlich relativ einfach. Stellt ihr hier belgische Liga ein, Silber, wichtig, ihr stellt einfach Silber ein. Wichtig, ihr drückt nicht X, sondern ihr nehmt den rechten Stick, dass ihr hier seltene und Non-Rares bekommt. Dann könnt ihr gucken, wie viel es für 400 gibt. Und sollte es nicht viele geben, könnt ihr einfach alle immer mitnehmen. 250 wäre jetzt natürlich gut gewesen. Die hätte man alle mitnehmen können. Und dann gucke ich immer nach, wie viel die wert sind. So, den nehmen wir mit, wenn wir den bekommen. Haben wir leider auch nicht bekommen. Man muss sagen, eigentlich bekommt man hier relativ viele Karten. Ihr könnt natürlich auch auf jede Karte hier bieten. Den Torhüter haben wir jetzt bekommen. Der kostet 500. Schaue ich halt immer nach, wie viel die wert sind. 200 wäre natürlich sehr, sehr gut gewesen. 300. Ja, Freunde, wie ihr auch bieten könnt, ganz einfach, ihr bietet einfach auf jede Karte hier 300 oder 350. Ihr könnt auch noch versuchen, weniger zu bieten. Ihr seht das hier, bieten viele gar nicht mit. Aber ich sag mal, 300 ist die Chance sehr, sehr hoch, dass ihr jeden dafür bekommt. Also 300 könnt ihr wirklich auf jede Karte bekommen. In der Regel bekommt ihr für die schlechtesten, wie gesagt, mindestens eure 500. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid zu faul, jede Karte mindestens für 700 reinstellen. Dann macht ihr so 400 pro Karte Gewinn, was meiner Meinung nach absolut klar geht, eine sehr, sehr gute Methode, die aktuell geht, für Low Budget, da machst du absolut nichts verkehrt, also das ist wirklich eine super Methode, kannst du auch nebenbei als UV-Liste laufen lassen, wenn du die Karten einfach ein bisschen teurer anbietest, weil ich muss sagen, für 700 gehen wirklich fast alle weg, also ihr habt das gesehen, da ging jetzt von 80 gingen 60 weg, also das war wirklich eine sehr, sehr gute Quote, deswegen könnt ihr die auch natürlich noch teurer reinstellen, wir gucken nochmal, ob es hier einiges für 400 gibt. Wie gesagt, 400 ist so der Preis, wo ich sage, könnt ihr immer mitnehmen. 400. Gucken wir mal, was er hier gekostet hätte. Der ist auch teurer. Der hätte safe ein bisschen was gekostet. Gucken wir ihn hier. Ja, der ist jetzt nichts wert. Kostet leider nur 550. Aber auch so sind das 200 Coins Gewinn. Und hier macht die Summe natürlich die Coins. Wenn er das mit hunderten Karten macht, kommt da natürlich einiges zusammen. Wenn ihr das, ja, ein paar Stunden spammt oder wenn ihr nebenbei einfach was anderes macht, ja, 200 wäre natürlich sehr, sehr big gewesen, ja. So, der nächste für 400, ihr könnt auch immer schon beim Vorbeigehen so schauen, was, wenn ihr hier Viereck drückt, was die kosten. Ihr seht jetzt, ja, das ist so einer, der geht für 800 safe weg, der hier, also der Ukrainer, den kriegen wir für 800 los. Und ihr seht, für 400 oder 300, es kommen en masse diese Karten rein, also das ist wirklich so eine leichte Methode. Hier der nächste, ne, können wir direkt auch schauen, ist jetzt nicht so viel wert, 600 kriegen wir für den. Gucken wir mal, ob noch mal was kommt. Aber wenn nicht, bieten wir mal erst die ganzen anderen Karten an. Dann kam noch mal eine rein. Sehr gut. Der ist auch wahrscheinlich, ja, 650 wert. Und dann bietet ihr die ganzen Karten an. Ne? So macht ihr euch die 100er Liste voll, Freunde. Bei dem haben wir gerade geschaut. Der war 800 wert. 400 Gewinn mit dieser Karte. Der ist 650 wert.
haben wir 300 fast mit dieser Karte, was auch klar geht. Der ist auch 650 Schwert, auch 300 Gewinn. Das heißt, wir haben mit den drei Karten, die wir jetzt gerade reingestellt haben, schon 1000 Münzen Gewinn gemacht, was ich, wie gesagt, sehr, sehr nice finde. Der ist jetzt hier nur 550 Wert, aber den habe ich auch gerade für 200 bekommen. Also ist das ein Gewinn von 300 Münzen. Gucken wir mal. Innenverteidiger sind eigentlich immer ein bisschen mehr wert. Ja, der sollte für 800 um den Dreh gehen. Auch das sind wieder 400. Also ihr seht, hier macht es die Masse. Wenn ihr das mit einigen Karten macht, ja, hier könnt ihr natürlich auch direkt wieder bieten. Ja, der war jetzt nicht so viel wert. Da haben wir vorne schon einen für 600 gesehen. Da stelle ich die eigentlich immer gerne direkt für 500 rein. Das ist jetzt kein krasser Gewinn. Aber wie gesagt, so Karten gibt es immer mal, wo man jetzt nicht den heftigsten Profit rausholt. Das kommt immer mal vor. Aber ihr seht, wie viele Karten hier reinkommen, Freunde. Ja, und in der Regel bekommt ihr auch eigentlich relativ viel. Ich muss sagen, es snipen hier gerade echt ein paar auf diese Karten. Den Filter könnt ihr auf jeden Fall nutzen, solange die Top-Partien da sind. Kann natürlich sein, dass die ein bisschen billiger werden, aber in der Regel bekommt man hier relativ viel. Wenn ihr natürlich sagt, jetzt okay, ihr wollt nicht jede Stunde nachkaufen, ne, dann stellt einfach jede Karte für 750 rein. So 750, da solltet ihr, wenn ihr das mit einer 100er Liste macht, für 700, 800 reinstellen, solltet ihr pro Stunde so safe eure 20, 30 Verkäufe haben. Wenn ihr halt jede Karte genau nachschaut, ne, habt ihr jede Stunde fast alles weg, habt ihr bei mir gesehen. Da ging wirklich fast jede Karte weg. So, Freunde, wir haben sogar schon wieder zwei Verkäufe, relativ schnell. Also ihr seht, das hier sind, das sind zwei Karten, die wir gerade reingestellt haben. Ja, den haben wir für 250 gerade erboten. Und den habe ich, glaube ich, auch für 300 oder so bekommen. Geht auf jeden Fall klar. Den Bronzespieler hatte ich noch von der Bronze-Pack-Methode auf der Liste. Ihr seht das hier. Auch erbieten könnt ihr diese Spieler wirklich problemlos hier für 250 sogar bekommen. 300, 400 bekommt ihr diese Karten auf jeden Fall problemlos erboten. Also ihr seht das hier. Ja, und dann, wie gesagt, einfach L2 drücken und ballert euch die Liste voll. Dann macht ihr pro Karte eure 300, 400 Coins. Und ihr müsst das so sehen. Ihr bekommt diese Karten so ruckzuck, also da könnt ihr wirklich pro Tag mit dieser Methode, wenn ihr diese Methode gescheit durchzieht, locker eure 300.000 Münzen machen. Also wenn man sich das überlegt, ihr macht mit vielen Karten 500 Coins und das geht ja ruckzuck. Das soll mir jetzt keiner sagen, dass das aufwendig ist, ne? Wenn ihr da jede Stunde mal theoretisch eure Liste voll macht, ja, und das ein paar Mal macht, da kommen einige Münzen zusammen. Wenn ihr natürlich viel Zeit habt und jede Karte nachschauen wollt, sind natürlich nochmal viel, viel mehr Münzen drin. So würde ich es euch aber empfehlen, wenn ihr nicht viel Zeit habt, die Karten reinzustellen, Freunde. Ich denke mal, das ist ja ausführlich klar. Wenn ihr natürlich irgendwie dazu Fragen habt, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne reinschreiben. Aber ich wollte euch die Methode hier sehr ausführlich wieder präsentieren, Freunde. Kam ja sehr, sehr gut an, die letzten so Methoden. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier wart. Und das auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne ein Like da, Freunde. Wie gesagt, 100er Liste ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, dass ihr auf 100 Plätze das macht. Weil wenn ihr 100 Karten anbietet, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel, viel höher, dass ihr Karten verkauft, wie wenn ihr nur 20 anbietet. Ich sage das ja immer, wenn ihr 20 Karten anbietet, könnt ihr nur 20 maximal verkaufen. Bietet ihr 100 an, könnt ihr maximal 100 verkaufen. So ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher. So, ich denke mal, das Prinzip ist klar. Und ihr seht, den Kollegen hier haben wir zum Beispiel gerade für 500 verkauft. Also wir wissen, der geht für 500 und ich habe den ja gerade eben zweimal noch geboten, hier für 250. Ja, das sind auch nochmal hier einmal 300 und einmal 250 Münzen gewinnen. Also hier, ja, wie gesagt, macht es auf jeden Fall die Masse. Die stelle ich beide für 500 rein, die werden weggehen. Ja, geht auf jeden Fall klar, ist jetzt bei ihm nicht der heftigste Gewinn. Gucken wir nochmal, ob wir nochmal was verkauft haben, nicht. Ja, wir haben jetzt auch keine volle Liste, das würde ich euch auch empfehlen, eine 100er Liste da voll zu machen, habe ich ja gesagt, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das wäre es mit der heutigen Methode gewesen, Freunde. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Freunde. Haut rein, ciao, ciao.